Echt jetzt? Indem Sie dem Raster Glyphen zuweisen. Eine Zeile, Spalte oder markierte Form darf dieselbe Glyphe mehrmals enthalten. Schlüsselungs-Override. Interfacing fehlgeschlagen, Pathfinder. Verteidigungssysteme werden. Ernsthaft? Lade Munition nach! Nah dran, ich weiß es einfach. Sobald unser Linguist hier ist, werden wir dieses Rätsel lösen. Hier ist so viel Technologie, sie muss uns einfach irgendwie weiterhelfen. Und dann sehe ich auch endlich Kari wieder. Unser Start war vielleicht ein bisschen holprig, aber wir werden es schaffen. Wir... Oh nein! Nein! Sie wollten möglichst viele Daten retten, weil sie dachten, sie könnten vielleicht beim nächsten Versuch hilfreich sein. Ja, und dieser nächste Versuch sind wir. Okay, nächster Versuch. Keine Zeile, Spalte oder markierte Form darf dieselbe Glyphe mehrmals enthalten. Das gehört da rein. Das ist wie Sudoku. Das darf es nicht sein, also ist es das hier. Und das hier. Dann muss das sein. Das. Das ist noch nirgends hier drin. Und das ist nirgends hier drin. Eingabe. Locker. Ganz locker. Ein Landungsschiff der Kett. Ernsthaft? Hat man hier denn nicht mal eine Sekunde Ruhe? Nein. Überhaupt nicht. Ich reiß euch in Stücke.
wo waren hier die Überreste da? Bild ich mir das nur ein? Oder tauchen die Cat wirklich überall dort auf, wo wir Relictech finden? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich meine, es ist ziemlich offensichtlich, oder? Und es ist das typische Verhalten einer bösen Rasse. Wieso? Ernsthaft voll verbraucht? Wie geht's denn jetzt weiter? Na gut, hier oben habe ich ja sowieso eigentlich alles abgegrast. Ja, dann halt wieder zurück. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Okay, hier geht mal so gar nichts. Schiff vorbei. Wofür der Sprung gut ist, habe ich auch noch nicht rausgefunden. Sie sagten, Ihr Vater hat Ihnen das Schießen beigebracht? Die Grundlagen. Die coolen Sachen habe ich später von einer batarianischen Söldnerin gelernt, die Mitleid mit mir hatte. Sie war großartig. So alt wie die Sterne, hatte alles gesehen. Ich wünschte, Cid hätte sie kennenlernen können. Interessanter finde ich, dass da ein Shuttle ist. Eins von uns. So einem Ding war ich doch schon mal. Das ist PB. Ernsthaft jetzt? Stattdem hätte ich gerne. Warum keine Schrotflinte?
Eine Pistole. Keine Mods verfügbar. Plus 3 Kraftschaden, plus 1 Waffenschaden. Ja, scheiß drauf, was soll's. Sieht zwar echt scheiße aus, aber... Ich würde gerne eine Zeit lang weiter mit Liam spielen. Nein, nein, das kann nicht sein. All das Trara für einen leeren Raum? Hier muss irgendwas versteckt sein. Machen Sie Ihr Pathfinder-Ding. Oh, Sie sind gut. Ich weiß. Und es sieht bei mir so leicht aus. Da geht's ganz schön tief runter. Richtig tief. Nicht sein. Elektrostatik? Ah, Gravitation. Oh, du Idiotin, Pibi. Das hier ist der Vordereingang. Was haben... Na los, Pathfinder! Hey! Jetzt rechtzeitig auf Springen gedrückt. Es funktioniert wie ein Gravitationsschacht. Ja, aber wohin bringt er uns? Ins Unbekannte, Ryder. Na, was haben wir denn hier? Sieht wie ein Bunker aus oder ein Gewölbe. Wie Sie es auch nennen, die Steuerung für den Atmosphärenwandler könnte irgendwo hier unten sein. Finden wir es raus. Alles hier könnte wichtig sein. Sehen wir uns gründlich um. Das ist zwar nicht das, wonach wir suchen, aber wir sollten es trotzdem erfassen. Passen Sie auf Ihre Finger auf. Da könnten Fallen sein. Die Scans zeigen keine an. Verlassen Sie sich nicht darauf. Den Fehler habe ich auch schon gemacht. Naja. Wenn die Relikte es nicht benutzen. Da, sehen Sie das? Sieht wie ein defektes Infodisplay aus. Haben Sie was entdeckt? Die gesamte Technologie hier ist mit Element Zero durchsetzt. Stellen Sie sich nur vor, welche technischen Fähigkeiten dafür nötig sind. Der Scan zeigt ein Datenmuster, aber die Glyphen ergeben keinen Sinn. Verdammt! Ein Teil der Daten ist beschädigt. Was noch vorhanden ist, ist überaus technisch. Aus dem Kontext zu schließen, könnte es sich hierbei um Anweisungen oder eine Warnung handeln. Ich denke, dieser Gravitationsschacht funktioniert auch in die andere Richtung. Dann haben wir einen Ausgang. Sie wollen doch nicht etwa schon gehen, oder? Nein, erst spiele ich noch ein bisschen rum. Gefunden haben.
bezweifle, dass es den Atmosphärenwandler in Gang gesetzt hat, aber... Pathfinder, unter dem Boden wurde eine Leitung aktiviert, durch die jetzt Flüssigkeit strömt. Sie könnte ein Notstromsystem versorgen. Ihr Scanner müsste Ihnen weitere Einzelheiten liefern. Ich sehe die Leitung, Sam. Was auch immer sie ist, sie führt aus dem Raum. Kein Anzeichen von irgendwelchen Cat. Vielleicht kommen sie nicht in das Gewölbe rein. Sie aber schon. Das wird ihre Aufmerksamkeit erregen. Ich Glückspilz. Ich konnte einen Satz rekonstruieren. Auslesen, um Zugang zu erhalten. Diese Konsole ist mit Anlagen an der Oberfläche verbunden. Dann muss sie den Atmosphärenwandler steuern. Da sind keine Glyphen. Es sieht inaktiv aus. Oder abgeriegelt, wie das meiste hier. Die Leitung führt zu dieser Konsole und von dort aus tiefer in das Gewölbe hinein. Wenn wir ihr folgen, könnte sie uns also zum Ursprung der Systemabriegelung führen. Diese Datenmusterdinger sind unglaublich. Wenn ich richtig liege, kann jedes von ihnen hunderte Zettabyte speichern. Noch ein Gravitationsschacht und... Das ist neu! Was ist das? Ein Machtsymbol? Ein Schlüssel? Wir könnten endlos über die Relikte spekulieren, aber was wir brauchen, sind Fakten. Mal sehen, was ich über dieses Prachtstück herausfinden kann. Vielleicht hier entlang. Zu dem, was diesen Ort abriegelt, geht's da lang. Ich arbeite am besten allein. Sie bringen das Gewölbe in Gang, ich untersuche das Artefakt und wir finden gemeinsam raus, was es mit diesem Ort auf sich hat. Sie sehen sich nicht oft Horrorfilme an, oder? Wir haben keine Ahnung, was uns hier unten erwartet. Und wenn wir etwas übersehen, weil wir aufeinander kleben, werden wir das auch nie rausfinden. Ich werde vorsichtig sein. Halten Sie einfach Funkkontakt. Ich bin auf Frequenz 145,8. Passen Sie auf sich auf. 10 Credits darauf, dass sie in einer Stachelgrube endet. Habe ich erwähnt, dass sie mich an einen Teenie erinnert? Da kommen wir nicht durch. Genau genommen bezeichnet Gravitationsschacht den Gravitationseffekt einer großen Masse im Weltraum. Dies hier ist eher ein Schacht mit variabler Schwerkraft. Okay, mach eine Notiz für unsere Asari-Freundin. Und für uns, falls wir das alles irgendwann mal erklären müssen. Na, sieh mal einer an. Es gibt keinen Weg hindurch und keine Interface-Schnittstellen. Ah, Sam... Behalt das für später im Kopf. Check, check. Hier spricht... Ach, Sie wissen schon wer. Wir hören Sie, Phoebe. Halten Sie die Verbindung aufrecht. Ich mag es. Sie haben sich beim Bau dieses Ortes durch massiven Fels gegraben. Sehen Sie mal an die Decke. Diese Sterndinger müssen Sie stützen. Es ist wie die Proteaner-Geschichte. Also daran erinnert es mich. Was war da gerade grün? Wow, was für eine Flüssigkeit ist das? Sie entspricht keiner bekannten Klassifizierung. Der einzige Weg hindurch führt nach unten und darauf zu. Eine unbekannte Legierung und weitere Komponenten. Die Zusammensetzung ähnelt der von Universal G. Vielleicht ist das ja die Flüssigkeit in der Leitung. Ich habe ständig das Gefühl, dass uns jemand beobachtet. Darüber können wir uns später Gedanken machen. Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, den Ursprung der Systemabriegelung zu finden. Also... Relikte! Passen Sie auf, dass Sie nicht in diese Flüssigkeit fallen! Sie brennt sich durch die Schilde. Das musste ich am eigenen Leib erfahren.
Geh aus dem Weg. Schützengewehr behalten sollen. Looten und Leveln. Hinten ist bestimmt auch noch was. Naja, oder auch nicht halt. Könnte nützlich sein. Ja, das Leben. Sehen Sie nur, wie weit es reicht. All das für einen Atmosphärenwandler? Was für ein Ort ist das hier? In dem du eigentlich nicht sein möchtest. Einfach mal mitnehmen. Noch ein Aquädukt. Wie viele brauchen die eigentlich? Wenn diese Flüssigkeit tatsächlich so etwas wie Universalgel ist, könnte sie diesen Ort am Laufen halten. Was sind das für Pyramiden? Die müssen gewaltig sein. Wir haben Gesellschaft! Noch mehr Relikte! Seien Sie an den Rändern vorsichtig! Ach, echt? Warum komme ich da nicht rein? Immer schön nach oben sehen. Sie dürfen nicht über uns kommen. Nicht nachlassen. Wir haben es fast geschafft. Da irgendwo noch mehr? Ja.
Ich muss mal wieder leveln. Phoebe! Ryder, diese Artefaktbox, die ich gefunden habe, sie ist definitiv kein Machtsymbol. Die Relikte schießen immer noch auf mich. Ich versuche es mal mit einem dieser Datenmuster, die wir gesehen haben. Ist das eine gute Idee? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Oh Gott. Mir schwan Schreckliches. Das ist auch eine Möglichkeit, einen Raum zu erleuchten. Bei dem letzten Atmosphärenwandler, den wir gefunden haben, war es nicht so kompliziert. Mein Vater hat einfach direkt darauf zugegriffen. Was nicht wirklich gut ausgegangen ist. In diesem Fall war ein direktes Vorgehen unvermeidlich, wenn auch eindeutig unklug. Wollen wir wirklich wissen, was da dahinter ist? Unglaublich, wie hoch es ist. Könnte das ein weiterer Gravitationsschacht sein? Man kann nie vorsichtig genug sein. Erledigen Sie sie! Sind Sie sicher, dass sich dieser Schacht nicht unter unseren Füßen öffnen wird? Ziemlich sicher. Konzentrieren Sie sich auf die Relikte. Wow. Kohle macht dem Ding ja überhaupt nichts. Der Schacht ist abgeriegelt. Verdammt! Vielleicht können wir ja wieder die Notstromleitung nutzen. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Die Leitung teilt sich auf und verläuft durch jede dieser Vorrichtungen. Wenn Sie darauf zugreifen, könnten Sie den Kreislauf vielleicht schließen. Womöglich lässt sich auf diese Weise auch der Schacht öffnen. Wenn es uns hilft, die Systemabriegelung aufzuheben, versuchen wir es. Unglaublich, wie hoch es ist. Könnte das ein weiterer Gravitationsschacht sein? Gibt sich irgendwas, um die Waffen schnell durchzuwechseln? Dieses Gerät scheint eine Defensivfunktion zu erfüllen. Unglaublich, wie hoch. Die Energieversorgung des Gravitationsschachts ist wiederhergestellt. Die Leitung führt nach unten. Der Druck der Leitungsflüssigkeit schwankt. Das könnte auf Aktivitäten unter uns hindeuten. Dann graben wir mal tiefer. Ab nach unten.
sauber, dabei ist es sicher. Wie alt? Unbekannt. Die Strahlungswerte legen nahe, dass das Gewölbe mehrere hundert Jahre lang offline war. Etwa zu dem Zeitpunkt, als die Geißel aufgetaucht ist? Das kann kein Zufall sein. Vielleicht ist die Geißel der Grund, warum diese Tech verlassen wurde. Vielleicht. Aber das finden wir beim nächsten Mal raus. Bis dann. Tschüss.